Die Europäische Union will Russland für die in der Ukraine begangenen Verbrechen zur Rechenschaft ziehen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug die Schaffung eines von der UNO unterstützten Sondergerichtshofs zur Untersuchung und Verfolgung russischer Kriegsverbrechen vor. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte ein solches Tribunal seit langem gefordert. Russland müsse für seine entsetzlichen Verbrechen bezahlen, einschließlich seiner Aggression gegen einen souveränen Staat. Zudem ist ein neues Gesetz in Vorbereitung, um die eingefrorenen Vermögenswerte Russlands für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Russland müsse auch finanziell für die von ihm verursachten Zerstörungen aufkommen. Der materielle Schaden, den die Ukraine erlitten habe, werde auf 600 Milliarden Euro geschätzt. Russland und seine Oligarchen hätten der Ukraine den Schaden zu ersetzen und die Kosten für den Wiederaufbau des Landes zu übernehmen. Die EU habe die Mittel, um Russland zahlen zu lassen. Den Link schicke ich dir per WhatsApp. Bisher sind 300 Milliarden Euro Reserven der russischen Zentralbank gesperrt, sowie weitere knapp 20 Milliarden Euro von Konten russischer Oligarchen. Das bedeutet indes nicht, dass all dieses Geld verwendet werden kann, denn die neuen Gesetze gelten nicht rückwirkend. Hinzu kommt, dass das tatsächlich beschlagnahmte Geld mit nachgewiesenen Verbrechen bestimmter Personen in Verbindung gebracht werden muss.